So, liebe Leute, da bin ich wieder. Geht auch gleich weiter mit der nächsten Episode. Wie hat's denn, also die letzte Folge, wie hat euch die so gefallen gerade, also von der Schlacht her? Also ich, für mich immer ganz spannend, das mal aus der Sicht zu sehen, aber ich würde gerne mal eine Burg belagern, so richtig, mit allem, was dazugehört. Haben wir bis jetzt noch nicht so richtig gehabt. Und ich würde auch gerne mal in Ruhe aufbauen. Das wäre auch nochmal ganz nice. Ah, und da der Tribock. Schaut mal, was das für Riesendinger waren. Ich hoffe, das kommt gerade als nächstes als Video. Ah, guck, Mittelalter ist schon was Tolles. Ich würde zwar nicht dort leben wollen, wegen Hygiene und Co. und Sicherheit, aber trotzdem faszinierend, finde ich. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Da. Ein Gegengewicht, Trebuchet. War die mächtigste aller Belagerungswaffen. Ein Katapult, das Burgmauern aus großer Entfernung niederreißen konnte. Bei Warwick Castle in England wurde eine der weltweit größten Nachbauten konstruiert. Trebuchets wurden im 7. Jahrhundert in China erfunden. Bis zum 13. Jahrhundert hatten sie sich zu Waffen von gewaltiger Zerstörungskraft entwickelt. Such a simple design, but so effective. Die Waffe hatte mehrere Kernelemente. Einen Schwungarm mit einem Gewicht auf der einen Seite und eine Schlinge, die auf der anderen Seite das Projektil hielt. Zum Spannen wird das 6 Tonnen schwere Gewicht mit Tretmühlen angehoben. So this is one of the wheels, one of two that's attached to an axle, which would lift the counterweight, weighing 6 tons. It's based on muscle power alone. What's essential about launching a projectile as far as possible is making sure that this end of the arm is moving as fast as possible. So once that weight drops, it really sends this point of the arm moving at its highest velocity. Der Drehpunkt liegt dabei dicht am Gegengewicht. Und das Projektil wird aus einer Schlinge verschossen. Wird das Gewicht freigegeben, schleudert die Schlinge das Geschoss und erhöht dabei seine Geschwindigkeit. Trebuchets wurden wie moderne Geschütze sorgfältig ausgerichtet. In order to weaken the castle walls or even breach them, you had to make sure that the projectiles hit the same spot every single time. Damit alle Geschosse derselben Flugbahn folgten, mussten sie sich in Form und Gewicht gleichen. Ey, das ist Spielen und eine Doku schauen zugleich. Steinmetze ein Maß. Now I'm gonna load this projectile into the sling. Oh, this one must weigh about 25 kilograms, but some projectiles can get up to 150 kilograms. That's the weight of 2 men. Mit Trebuchets wurden auch brennender Teer, Bienenstöcke und sogar Leichen geschleudert. Alles, was Feinden besonderes Leid geschieht. Did you hear that whoosh? Die todbringende Kombination von Zerstörungskraft und Genauigkeit machte das Trebuchet zur ultimativen mittelalterlichen Belagerungswaffe. Aber dass sich das durchgesetzt hat, es muss ja ewig dauern, sowas aufzubauen, vor allem damals. Okay, dann sind das also extra Videos hier. Das heißt, die habe ich dann hier auch nicht gesehen. Okay. Okay, also bevor wir die nächste Mission spielen, schauen wir uns hier mal diese extra Videos an. Also das, glaube ich, über das, was beim ersten Intro war. Wir werden es mal kurz anklicken. Aber zuerst Bogenbau. Also wir gehen mal von oben nach unten durch. Ich hoffe, das ist okay für euch. Was? Das wäre interessant, wenn es das im Spiel gibt. Vielleicht kommt es ja noch. Der Tribock. Weil ich glaube, das ist nicht so ohne Grund jetzt da drin. Okay. Also, dann schauen wir uns mal hier Bogenbau an. Das war die allererste Mission. Um zu verstehen, wie Burgen errichtet werden, wird in Guidelon in Frankreich eine von Grund auf neu gebaut. Nur mit den Werkzeugen und Materialien des Mittelalters. Das Projekt ist auf 25 Jahre angelegt.
Es ist das größte archäologische Experiment der Welt. Das wichtigste Verteidigungselement jeder Burg war die Mauer, die sie umgab. Castle walls had to be incredibly thick in order to resist attack and absorb the impact of projectiles fired from trebuchets. Die Ringmauer war oft über 6 Meter dick und mit Türmen bestückt. In früheren normannischen Burgen waren sie rechteckig. Auf den Kreuzzügen sahen Ritter jedoch, dass die Türme der Burgen im Osten rund waren. Der Verzicht auf Ecken machte die Türme nicht nur stabiler, sondern sorgte auch für eine bessere Sicht auf die Umgebung. Der Bau der Mauern wird etwa 30.000 Tonnen Sandstein erfordern. Transport costs in the Middle Ages were incredibly expensive. So having a good supply of local stone close to the castle was vital. Um ihn aus dem Steinbruch zu lösen, wird zuerst eine Reihe von Löchern von Hand gebohrt. Once all the holes are ready, I'm ready to put in the iron wedges and I'm ready to split it open by hitting very hard on each wedge with a big sledgehammer. Der Stein wird in nutzbare Blöcke gebrochen. Transportiert werden diese mit Pferden und von Menschenhand. Dieser Tretmühlenkran kann bis zu einer halben Tonne bewegen. The walls are built like sandwiches. On the outside you have facing walls built from better quality stones. And the inside, the rubble cores, they're built with softer stones and other offcuts from the quarry. And they're built up in layers with a very thick, coarse mortar. Durch diese raffinierte Methode können die Mauern die Treffer eines Trebuchets besser wegstecken. Sandstein ist zu hart, um daraus Fenster, Gewölbe und Stufen zu meißeln. Stattdessen wird der weichere und teurere Kalkstein verwendet. Diese ausgefeilten Bautechniken machen Burgen zur Krönung der mittelalterlichen Baukunst. Dass noch so viele von ihnen existieren, ist ein Beweis für ihre solide Bauweise. Ja, da weißt du aber, was du gemacht hast. Aber die Burg da eben, da gibt es eine Doku, wie sie das bauen. Und die bauen das ja mit den gleichen Mitteln wie damals. Sehr spannend zum Angucken. Okay, jetzt schaue ich nochmal bei dem hier rein, aber ich glaube, das war das offizielle Intro. Ja, genau, das war die Eroberung. Und Seite der Geschichte. Ach so, okay. Gut, dann haben wir hier alles gesehen. Und dann haben wir hier die... Ja, das ist auch wieder das Intro von der Mission. Aber das ist extra. Die Armbrust. Eine Waffe dominierte die Normannenzeit mehr als alle anderen. Die Armbrust. Die Armbrüste des 14. Jahrhunderts waren der Höhepunkt einer jahrhundertelangen Entwicklung. Ihre stählernen Bögen verhalfen ihnen zu einer gewaltigen Durchschlagskraft. Doch frühere normannische Armbrüste hatten Bögen aus Holz. There was a limit to how powerful these wooden bows could be. Tatsächlich waren die normannischen Armbrüste entgegen aller Berichte keine so mächtige Waffe. Sie waren jedoch effektiv auf mittlere Distanz. Und im Kampf reichte das aus. Den Bogen wieder und wieder zu spannen erforderte große Stärke. Zum Glück gab es dazu Hilfen. A crossbowman spanned his weapon with a device called a belt and claw. Damit konnte der Schütze Rücken und Beine einsetzen, um die Sehne zu spannen. Crossbowmen were vulnerable on a battlefield, so they carried large shields called pavises, so they could hunker down behind, load, pop up, shoot, and then duck back down again to reload. Armbrüste schossen präzise, benötigten weniger Übung und verwendeten günstigere Munition als der Langbogen.
Vor allem aber konnte man den Schuss beliebig hinauszögern, was sie perfekt für Belagerungssituationen machte. Armbrustschützen nutzten bei der Verteidigung von Burgen eigens gebaute hölzerne Galerien als Deckung, sogenannte Wehrhaut. Doch nach unten auf herannahende Feinde zu schießen, brachte seine eigenen Probleme mit sich. Wie verhinderte man, dass der Bolzen vor dem Schuss aus der Armbrust fiel? What they did is just place the thumb loosely on the top of the bolt, which is just enough with light pressure to hold it in place. Um 1200 wurde die normannische Holzarmbrust von einer neuen Entwicklung abgelöst, dem Kompositbogen. Dank Wurfarmen aus Horn und Sehnen konnten sie im Vergleich zu hölzernen Bögen kompakter gebaut werden. Und sie konnten die bis zu vierfache Schusskraft entfalten. Allerdings waren sie auch teurer. Also blieben sowohl auf dem Schlachtfeld als auch auf den Zinnen einfache Holzarmbrüste die Hauptwaffe. Ja, ist schon krass, was die da für eine Durchschlagskraft teilweise haben. Und jetzt verstehe ich auch, warum das Schwier so teuer ist. Ich meine, das ist ja um die 70 Franken. Aber so einen Aufwand zu machen, gerade diese Videos und die Geschichte dahinter. Und klar, das Spiel selber ist natürlich auch super. Aber aha, das ist mega geil. Das habe ich so noch nie gesehen in einem Spiel. Sehr geil. Okay. Ich glaube, das war das Intro von der Mission. Bin mir jetzt nicht sicher. Schauen wir mal. Wilhelm der Eroberer hatte York den Rebellen entrissen. Jetzt. Dann ist das extra bitte. Saarbürger. Keine Ahnung, was das ist. Gegen 1100 war der mittelalterliche Ritter von Kopf bis Fuß in Kettenpanzerung gehüllt. Mail is really like a metal fabric. It moves and behaves like a cloth, but is actually made of hundreds and thousands of interlocking iron rings. Sie konnte Schwerthiebe gut abwehren. As an armor, mail didn't work all by itself. It needed the addition of a padded coat. The coat absorbed the shock of the blow, whilst the mail turned away the cut. Together, they formed an incredibly effective protection. Für ihre Herstellung wurde zunächst Metalldraht auf die passende Stärke gebracht. Dafür wurde der Draht durch eine Reihe immer kleinerer Löcher eines Zieheisens gezogen, bis er die gewünschte Stärke hatte. To make the rings, we wind the wire onto a mandrel. And then we take it off the mandrel and cut the rings. So I've flattened the overlapping ends of the ring and I've pierced a hole through it. And now Nick has to put a rivet in it. The basic construction of mail would be a ratio of 4:1. So each ring goes through four of its fellows. Here you can see I've made a set of five, which will then be joined to other sets of five to create a sheet of mail. Kettenrüstungen mussten maßgeschneidert werden. Sie wurden angepasst auf Füße und Beine, Arme und Hände und natürlich den Kopf. Ein fähiger Saarwürker konnte sehr präzise Formen erzeugen. Of course, for more complicated parts of the body, like elbows, we can actually tailor it in two different directions at the same time. Yeah. So if we fold this in half, we have an elbow. One of the main benefits of tailoring in mail was that it meant a knight didn't have to carry a single ring of extra weight that he didn't need to. Die gesamte Kettenpanzerung eines Ritters bestand aus etwa 200.000 Ringen. High-status knights would have had their mail edged with gold, but most importantly, it had to be functional. Mit Schild, Helm und Kettenpanzer war der Ritter gut gerüstet, um den Waffen seiner Zeit standzuhalten. Ja, aber bis auf die Armbrust. Die war stark genug.
um da durchzukommen. Okay, aber stell dich mal vor, 200.000 von den kleinen Dingern. Da bist du ja Wochen dran an dem Teil. Puh, entsprechend teuer war es dann auch damals. Okay, was haben wir hier? Das ist wieder Seite der Geschichte. Das ist vermutlich wieder das... König Heinrich wusste den ja, das ist wieder das Intro von der Mission. Das ist wieder Seite... Ah, Seite der Geschichte, das Intro. Falknerei, dann ist das wieder das Extra-Video. Die Herrschaft der Normannen über England war durch massive Burgen und neue Gesetze gekennzeichnet. Doch auch eine ihrer Leidenschaften zeigte sich im Land. Die Jagd. Normannische Adlige, Männer wie Frauen, liebten die Jagd mit Raubvögeln. Zum Schutz ihrer Jagdgebiete erhoben sie Anspruch auf das Land und verboten dem einfachen Volk das Jagen. Falken jagen, indem sie in große Höhe aufsteigen und dann auf ihre Beute herabstürzen. Trainiert werden sie mit einem Federspiel, einem Lederbalg mit einem Fleischbrocken daran. Das bereitete sie darauf vor, ihre Beute zu fangen, andere Vögel wie Saatkrähen und Fasanen. Bei der Verfolgung seiner Beute konnte sich ein Falke weit von der Jagdgesellschaft entfernen. Also folgten auch die Reiter querfeldein, um das Geschehen zu beobachten. Hatte ein Falke seine Beute gefangen, wurde er gefüttert und musste am gleichen Tag nicht erneut ausfliegen. Es mussten also viele Vögel zur Jagd mitgenommen werden, um den Adel zu unterhalten. Falken wurden aber nicht zu Pferd transportiert, das würde sie durchschütteln, sondern auf einem Gestell, der sogenannten Falkentrage. Während die Beizjagd mit Falken zu Pferde betrieben wurde, nahm man Habichte zu Fuß mit. Anders als Falken haben Habichte breite Flügel und setzen ihrer Beute in gerader Flugbahn nach, oftmals in Bodennähe, in Waldgebieten. Raubvögel, die auf Sicht jagen, haben ausgezeichnete Augen. Wenn sie nicht aktiv waren, hielt man sie mit Hilfe einer Lederhaube ruhig. Die Dunkelheit sorgte dafür, dass sie nicht überreizt und rastlos wurden. Herrscher der Lüfte, die den Herrschern des Landes gehorchten. Falken und Habichte waren Macht- und Statussymbole. Sie waren ein zentraler Bestandteil der normannischen Identität. Also das Gestell, wo er mit den Vögeln da rumgegangen ist, das hat ja mal geil ausschaut. Aber ansonsten, schöne Aufnahmen, muss ich schon sagen. Und auch schöne Tiere. Echt cool. Okay, die haben wir ja schon angeschaut. Und da müssen wir erstmal spielen. Die Belagerung von Wallingford. Ja dann. Los geht's. Der Sieg über König Stefan bei Lincoln verschaffte Mathilda die Oberhand im Kampf um die englische Krone. Ja gut, das kann man ja schon. Ich werde das mal skippen. Wandten sich Mathildas Unterstützer von... Warte mal, wir müssen jetzt verteidigen. Mal wieder. Hinter den starken Steinmauern der Burg von Wallingford trotzten Mathildas Männer einer brutalen Belagerung durch die König Stefan ergebenen Truppen. Ja, ich habe schon fast gedacht. König Stefans Armee hatte einen befestigten Ring um die Burg errichtet, in dessen Innern Mathildas Männer festsaßen. Oh, shit. Jedoch war bereits Verstärkung okay. von Mathildas Sohn Heinrich auf dem Weg. Bis dieser eintraf, musste Mathilda die Mauern halten.
Ja, spannend. Wo wird denn hier Gold abgebaut? Hier unten. Okay, was haben wir hier alles? Dorfzentrum. Also ich will es vermeiden, rauszugehen. Ich will hier die Balisaden auf alle Fälle mal voll machen. Und ich brauche mehr Dorfbewohner. Bogenschützen, was nur geht. Wir werden nämlich garantiert hier mit Belagerungswaffen ankommen. Ja, da ist schon die erste. Spannend. So, wo bist du? Nahrung sind wir bei 8. Ja, wir könnten hier noch eine Mühle hinbauen. Armbruststützen geht's mal hier rauf. Und ihr geht's darauf. Und du baust hier ein Feld. In der Hoffnung, Wallingford einnehmen zu können, bliesen König Stephans Belagerungstruppen zum erneuten Angriff auf die Burg. Von wo? Ach scheiße, von da. Ah, shit. Wir brauchen einen Dorfbewohner, um die ganzen Sachen zu reparieren. Okay, dann hätten wir mal das. Shit, wir kriegen hier ein Problem. Muss man doch mit Bodentruppen hier mithelfen. Hier wieder rein. Bogenschützen bis zum geht nicht mehr, bitte. Dorfbewohner, hier bitte reparieren. Und hier Nahrung. Einen könnte man da noch hin platzieren. Und dann werden wir jetzt auch noch Bodentruppen bauen. Ja, also bauen. Wisst ihr, was ich meine? Oh Mann, ey. In der Hoffnung, die mächtigen Steinwälle Wallingfords zu durchbrechen, versuchten König Stephans Truppen einen erneuten Angriff. Shit! Dorfbewohner! Die getreuen Bautruppen aus 3 Ansturm zurück und hielten die Burg. Ja, Gott sei Dank. Ja, da sind die nächsten. Ja, scheißen Dreck. So, ihr helft da bitte auch mal mit. Ihr zwei bitte reparieren.
schön da bleiben. Knapp 5 Minuten die Verstärkung. Okay, hier kommt sie wieder rein. Und die Schwertkämpfer bleiben mal hier. Und die Dorfbewohner da. So, ihr zwei kommt auch wieder daher. Was haben wir hier? Ambusstützen. Hier rauf bitte. Mathildas Streiter hielten dem Ansturm stand und schlugen die feindlichen Soldaten zurück. Oh, scheiße, da kommen ja noch mehr. Angriff. Soll ich denn die Außenposten vernichten, wenn ich hier ständig angegriffen wäre? Alter. Und ich kann hier nichts mehr machen. Okay, Infanterie wieder da hier rein. Aber damit ich hier angreifen kann, brauche ich halt. Warte mal, ihr kommt jetzt mit Zukunft hier rein. Schwertkämpfer dahin. Bogenschützen auf die Mauer. Wo kommen die nächsten her? Außenposten. Das X ist hier so. Ist das hier gemeint damit? Puh. Oh scheiße, jetzt kommt sie von da hinten. Mit jeweils 8 Mann. Oh, fuck. Shit. Sorry, wenn ich nicht so viel Quatsch, aber ich bin angespannt. Bei Mathildas Kämpfern traf die Nachricht ein, dass Heinrichs Truppen sich Wallingford näherten. Schon bald würden die vereinten Kräfte der beiden Armeen das Blatt zu ihren Gunsten wenden. Ja, ich hoff's. Ach Mann, ey, meine Bogenschützen. Okay, ihr kommt jetzt mal wieder hierher. Mal kurz die Kamera drehen. Ihr kommt auch mal hier rein wieder. Und. Oh. Verstärkung ist da. Stand Heinrichs Verstärkung vor Wallingford. Unter Mathildas Banner vereint, waren die zwei Armeen bereit, Stephans Truppen entgegenzutreten. Ja dann, mach die mal platt hier.
Ah, wir kriegen da schon Stress. Okay. Wenn dann von unten entgegenlaufen. Eine zweite Kaserne war nicht schlecht. Okay, wir laufen jetzt entgegen. Wo sind meine... Bauern, wollte ich sagen. Okay, das haben wir geschafft. Oh, das war bestimmt doch nicht alles. Ah, scheiße. Da unten jetzt. Okay, wir müssen einen Rückzug machen nach da unten. König Stephans Streitkräfte durchbrachen die Mauern und stürmten Wallingford. Mathildas Männer mussten den Feind abwehren, damit die Burg nicht fiel und ihre Sache verloren wäre. Jetzt habe ich ein Problem. Wir brauchen hier eine Steinmauer, bitte. Hoffentlich sind die jetzt da schnell genug. Und du kannst es hier bitte mal löschen. Okay, Angriff. Und gerade von der Seite. Ach, der Löwe ist da. Ja, schön. Munzen. Nein, hier wieder die nächsten. Ah, shit. Ah, ich muss jetzt den Lager endlich fertig machen. Wenn mich halt nicht jedes Mal hier angreifen würden. Ah, ich muss jetzt durchziehen. Okay, auf zum Lager. So ein Shit, ey, echt. Komm, mach das mal hier, das Lager fertig. Das wäre jetzt meine Priorität. Heinrichs und Mathildas Streitkräfte griffen die Belagerungsarmee an und schwächten die feindliche Kontrolle über Wallingfords Umland.
Oh, da sind ja noch welche. Da, hol mal das Gold, bitte. Linien gerieten in Zwanken, als Mathildas Truppen die Belagerung zurückdrängten und einen weiteren Teil der Blockade aufhoben. Ach Mensch. Aber hier ist alles okay, gut. Ah, es sind Gott sei Dank keine Truppen drin. Nice. Aber jetzt sind welche drin. Und hier oben, was natürlich sehr bescheiden ist. Das müsst ihr jetzt allein schaffen, Jungs. Wir gehen jetzt mal hier hin. Wir Truppen werden hier produziert. Speer brauche ich nicht. Okay. Ah, ich werde den Fokus auf die Armbrustschützen legen. Die tun weh. Warum verlieren wir jetzt da gerade so Haus hoch? Wir gehen jetzt mal wieder hier rein. Und die nächsten hier wieder. Und hier mal umdisponieren. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie das Gefühl ist es langsamer als normal. Ihr kommt da klar? Okay, sehr gut. Wir hätten gern noch ein paar mehr Kasernen hier. Kaserne 1 und Kaserne 2. Was haben wir jetzt hier alles für Einheiten? Ah, es ist mehr Fernkampf. Wir brauchen mehr Nahkämpfer. Ich hoffe, die Upgrades bringen was. Ich werde mal speichern. Das, glaube ich, ist keine schlechte Idee. Trotz des Autosaves. Da upgraden. Und wo jetzt? Achso, ja, von da. Mein Gott. Da eine Route. Route? Keine Ahnung. So, ihr zwei habt einen Treffpunkt bitte auch da. So, und jetzt sollte es hier schneller gehen. Oh. Das sollten wir jetzt vielleicht helfen. Das Tor wird es nicht überleben. Ja, hat's auch nicht.
Okay, Dorfbewohner, hier mal bitte reparieren. Hier wird überall fleißig produziert. Alter, macht das Ding hier kaputt. Okay, wir greifen jetzt das Lager hier an. Und wir brauchen hier eine Mauer. Okay, nee, Priorität auf das Lager. Hier kommt's doch bitte auch alle mal hierher. Dann sollte es eigentlich gut sein. Dorfbewohner. Machen Dorfbewohner. Okay. Steinmauer bitte von hier nach da. Hier immer schön fleißig weiter produzieren. Bei beiden. Gut. Komm, mach das noch kaputt, bitte. Aber es gilt noch nicht als kaputt. Oh, das war teuer. Also von den Truppenkosten meine ich jetzt. Und ein Steintor hier. Okay, wir haben jetzt nur noch eins. Ein Posten, den wir hier kaputt machen müssen. Ich hoffe, das war's dann. Das ist echt ein bisschen stressig gerade. Tore werden überbewertet. Ja, genau. Der Leiter tut's auch. So, kommst du mal raus hier. Alter, jetzt macht's es doch kaputt. Mein Gott, denkt's mal ein bisschen mit. Okay, das ist hier verloren da oben. Hä, das gibt's nicht. So, dann kommt's mal hier wieder rein. Wo sind der Dorfbewohner hin? Ach da. Ich hätte hier gern noch eine Kaserne. Veterane Bogenschützen. Machen wir noch Bogenschützen? Nehmen wir ein paar dazu. Moin! Jungs, könnt ihr da mal mithelfen? Von der Seite da. Ich glaube, ich mache die Anzahl jetzt mal so. Sehe ich wenigstens, was hier los ist. Okay, gut. Letzte Lager. Du kommst auch wieder hierher.
Oh no, wir haben kein Gold mehr. Dann macht's also kein Goldabbau mehr. Also machen wir die Steine weiter. Die können wir wenigstens verticken. So, produzieren, produzieren. Alter, Mann! Komm hier einfach nicht zur Ruhe. So, jetzt aber Richtung Lager bitte. Da wird fleißig produziert, da auch. Bogenschützen noch. Und dann haben wir auch schon wieder das Limit erreicht. Ah ne, uns geht's Gold aus. Okay, Jungs. Hier rein bitte. Danke. So schnell wie möglich. Oh. Alle bitte. Angriff. Da rein. Danke. Ihr bleibt erstmal, wo ihr seid. Aber so groß wie die Karte ist, kommt vermutlich noch was. Ja, fackelt's bitte alles nieder. Ach scheiße, wir werden schon wieder angegriffen. Mathildas Kämpfer überwältigten den Feind und sicherten die Umgebung der Burg. Na toll. Könnt ihr mal weggehen? Die finale Angriffswelle. Ach du Scheiße. Alter, ich will nicht mehr. Das wird ja nicht die finale. Ah, scheiße, noch mehr. Ach Jungs, jetzt macht's doch mal was, wenn so ein Wagen reinfährt. Denkt's mal mit hier. Könnt ihr auch die mal hier töten? Oh Mann. Ach cool, die können da raufgehen. Ich hätte gerne eine Mauer. Da und da. Geh mal aufs Ganze. Alle mal rausschicken hier. Uff. Oh, endlich.
Boah, das war eine schwere Geburt. Mathilda und Heinrich hatten zusammen König Stephans Belagerung der strategisch wichtigen Burg von Wallingford zerschlagen. Nach über 10 Jahren des Konflikts beanspruchte Mathilda noch immer den Thron. Oh Mann, ey. Okay. Man merkt, dass es mittel ist. Ich bin gar nicht wissen, wie es auf schwer ist. Hola, Scholli. Gibt es hier auch wieder ein extra Video? Jetzt gehen wir hier mal verlassen. Ja, möchte ich. So, was denn hier? Na, das ist ja nur wieder Text. Und das können wir schon. Okay, noch eine Belagerung. Belagerung von Dover, ach man. König Johannes Unfähig hat das englische Herz für zu einem Verderer, die ihn absetzen wollten. Okay, Leute, jetzt gibt es erstmal Musik. Ich mache mal kurz eine Pause und trinke mal was. Mal kurz erholen, ich komme gleich wieder. Also, bis gleich.